Gast bei Letra, die Show, ist heute Marie-Luise Beck. Sie ist Bundestagsabgeordnete, sitzt für die Grünen im Bundestag. Schön, dass Sie da sind, Frau Beck. Ich habe gerade gelesen, dass Ihnen ein Preis verliehen wird demnächst. Die Regine Hildebrand Medaille kann man nicht sagen. Der Regine Hildebrand Preis ist es. Was ist das für ein Preis? Was ist Ihnen da für eine Ehre zuteil geworden? Das ist ein Preis, der von einer Stiftung ausgelobt wird, die sich gegen Armut und Ausgrenzung wendet. Und Regine Hildebrand hat ihn auch selbst noch mitverliehen. Sie hat noch gelebt, als diese Stiftung ins Leben gerufen wurde. Ich bin jetzt ausgewählt worden, weil ich in meiner Zeit als Ausländerbeauftragte, später Migrationsbeauftragte und Flüchtlingsbeauftragte mich sehr stark eingesetzt habe für die Eingrenzung, also nicht das Ausschließen, sondern das Hereinnehmen sowohl von Einwanderern, aber eben auch von Flüchtlingen. Und es ist für mich sehr schön, dass ich diesen Preis bekomme, denn schließlich habe ich das Amt schon seit 2 Jahren abgegeben. Also, dass in unserer kurzlebigen Zeit so etwas noch erinnert wird, das hat mich sehr gefreut. Das heißt, dieser Preis ist auch gar nicht für eine einzelne Leistung, sondern für die Gesamtleistung sozusagen, die man in einem bestimmten Bereich vollbracht hat, für den Einsatz, den man da geleistet hat. Das ist so sehr schön. Wann wird der Preis verliehen? Im April. Im April. Also es ist noch ein Sie können sich Zeit. Noch ein wenig vorbereiten. Ja. Sie sind Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Was ist Ihre genaue Aufgabe da? Wie sieht eine Woche bei Ihnen aus? Normalerweise gibt es ja etwa hälftig Sitzungswochen in Berlin, wo der ganze parlamentarische Ablauf stattfindet. Und dazwischen gehen die Abgeordneten, die sehr stark in ihrem Wahlkreis arbeiten, zurück in die Wahlkreise. Das ist für Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses etwas anderes. Meistens gehen sie dann auf Reisen. Ich habe mich sehr stark konzentriert auf Osteuropa, auf den Balkan und auf Zentralasien. Das heißt, ich bin viel in Russland, und zwar möglichst nicht nur in Moskau, weil Russland doch sehr viel mehr ist als Moskau. Ich bin in Zentralasien, was beschwerliche Reisen sind oft. Es ist weit, es ist nicht so leicht zu erreichen. Warum sind die beschwerlicher? Weil es zum Beispiel, wenn man nach Taschkent fliegen möchte, nur einmal in der Woche einen Direktflug dorthin gibt. Sonst muss man über Moskau, dann muss man in Moskau den Flughafen wechseln. Also es ist nicht dieses Easygoing, wie wir es inzwischen gewöhnt sind oder wie verwöhnt wir sind. Und auf den Balkan ist es für mich, wenn Sie so wollen, eine Rückkehr. Ich bin seit 1992, 93 und dann in den Kriegsjahren sehr, sehr viel auf dem Balkan gewesen, in Kroatien, in Bosnien, mit der Hilfsorganisation, die Sie eben schon angesprochen hatten. Ich habe dort Erfahrungen gemacht im Krieg und ich treffe jetzt die Menschen wieder, die ich dort zum Teil kennengelernt habe, in einer Zeit, wo es zwar immer noch sehr schwierig ist, aber die Situation sich doch auch beruhigt hat. Also es bestehen wirklich noch Kontakte, die über die ganzen Jahre von Ihnen aufrecht erhalten wurden? Ja, ganz wunderbar. Der Bürgermeister der Stadt Tuzla, der damals dafür gesorgt hat, dass alle Bürger dieser Stadt, egal welcher Religion sie zugehören, zusammenbleiben. Er ist noch da. Ich treffe diese Menschen wieder. Und solche Erfahrungen von Krieg bringen ja eine besondere Nähe mit sich. Und das ist nun alles viele Jahre her, aber trotzdem ist es so, dass ein Stück dieser emotionalen Nähe doch geblieben ist.